Laut meinen Spionen auf Tempest mobilisiert das Imperium Truppen, um einen flüchtigen Gefangenen zu jagen. Mir fällt nur einer ein, der diesen Aufwand rechtfertigt. Es muss Caldarius sein. Die Wärter sind an ihm dran. Aber wenn wir Bliss vor ihnen erreichen, finden wir vielleicht einen neuen Verbündeten im Kampf gegen Rendain. Vorausgesetzt, er kommt da lebend raus. Ich mache schon einfach mal alle. Hallo, hier ist das Zweikampfsofa. Wir spielen Battleborn. Wir sind aber nicht alleine, nein. Nicht nur das Sofa ist hier, sondern auch der Onkel. Ja, ich sitze auf dem Sofa. Hallo. Du sitzt auf dem Sofa. Ja, wir auch. Ich nehme meinen altbewährten Charakter. Ich nehme auch wieder mit Raph. Neuem Outfit. Ich bin der gute Montana. So, ich bin wieder die Heilmaschine. Entschuldigung. Ich heile euch. Ich glaube, ich heile mal naja, okay. Und ich bin der gut aussehende, wirklich sehr rank und schlank und sehr athletisch gebaute Mann mit dem Eimer auf dem Rücken. Hört nicht hin. Wer seinen Mülleimer dabei hat, der ist wirklich schön für die Umwelt. Der Mann von der Müllabfuhr. Achtung. Diese komische Sequenz hier. Die Sequenz auch. Gibt es bei jedem. Also Battleborn, wer es noch nicht gesehen hat, ist in Episoden aufgeteilt. Man spielt tatsächlich immer eine Episode mit meistens zwei großen Bossen dazwischen. Ja, ja. Und vielen kleinen dazwischen. Ja, wir halten die Bösen auf, wie eigentlich immer. Wie immer. So. Guten Tag. Kommt mir das irgendwie so vor wie die letzte Mal auch. Was haben wir denn hier? Bremsen, der Schlag. Plink. Wir holen dich hier lebend raus und du hilfst uns, Rendain zu töten. Dunk. Oh. Oh. Klang nicht gut. Oh, das sah ja cool aus. Ich hab geschaut. Oh, was war das Ding hier? Kann das Schiff vorher auch schon sehen? Aber erst braucht man Angriffspanzer Energie. Und das Kraftwerk dieser Anlage ist im Arsch. Wenn diese Siedlung den anderen Bliss-Kolonien gleicht, sollte es eine Notversorgung geben. Ja, da ist sie. Übermittle Wegpunktdaten. Geduld, Caldarius. Hilfe ist unterwegs. Die Wolken sind, die Wolken sind ulkig. Ja, mega Comic-Style. Comic-Style. Gang-Gang-Style. So. So ist es jetzt. So, ich hab noch nicht so ballern hier. Das ist jetzt nicht. Das ist jetzt nix Beta gewesen, ne? Ja, das ist jetzt blind jetzt bei euch. Nee, auch. Nee, das ist jetzt alles genau. Spiel. Zum ersten Mal für uns alle. Klein. Okay. Kontrollpunkt. Und ich sehe schon jemanden, der auf mich ballert. Ich hab ihm nichts getan. Ich komme um die Ecke und er schießt. Das ist doch nicht nett. So behandelt man niemanden. Eine Tasse Tee könnte er mir anbieten, aber doch nicht sowas hier. Eine Tasse Tee? Ja, guck mal, hocken sich hier einfach so hin, ey. Wieso Gäste empfängt man mit einer Tasse Tee, oder? Echt? Das ist nicht in jedem Land so. Entweder eine Flasche Bier oder ein Kaffee. Genau. Ja, das ist doch echt. Ja, das war. Ja, in Bremen oder in Bremen? Nein, das war ein kleiner Anspieler auf Big Bang Theory, aber ihr Banausen, naja, egal. Brauche ich nicht drüber reden. Du willst eigentlich weg, sag mal. Das ist die falsche Richtung, Schatz. Nein, ich will mein Schild aufladen, Schatzi. Ach so, Schatzi. Habt ihr euch wieder lieb, das ist doch schön. Haben wir nicht, aber ist egal. ja. Okay, oh, ich bin aufgestiegen. Oh, wer kratzt mich da? Ach, der Dicke. Da kümmert sich auch niemand drum, ne? Nö. So, jetzt. Der neben dir steht. Der neben dir steht. Der direkt neben dir steht, ganz genau. Hat er dich Gott sei Dank, auf dich fokussiert, nicht auf mich? Das finde ich jetzt nicht, Gott sei Dank, aber es ist schön, dass du das so findest. Das war jetzt wie lange hier hoch? Oder? Okay. Das sagt er auch noch, Gott sei Dank. Nach dem Motto, wenn er dir aufs Maul haut, ist das super für mich. Dank, Gott sei Dank. Na, Heiler. Gute Ausrede. Geil. Da reden Leute, hörst du es? In Snorks höre ich irgendwie mich. Wenn ich mit Rivano Let's Play oder so, dann quatscht er auch immer dazwischen. Jetzt bin ich auch dazwischen. Ja. Sag doch gar nichts. Ich kann hier durch die Tür nicht durch. Irgendwas steht im Weg. Zwei Dicke, nämlich ich und der hier. Ah. Ach, Regeneration, ich fass es nicht.
Nein, ich meine, das sagt, bin ich dann auch immer an. Hallo, da spricht jemand. Geil, wenn ich ihn, ich habe ihn umgeschnipst. Mit dem Fingerschnipp ist er hingefallen. Wie geil ist das denn? Betäubungsschlag vielleicht? Nein, der ist stumpf umgefallen. Der hat sich auf den Moss gesetzt, als ich so pink warte. So, dann wenn ich nicht angreifen tut, ist auch toll, oder? Nicht angreifen tut, tun tut. Weniger angreifen tut. Der lässt sich doch schnell. Halte ich mal währenddessen. So, eigentlich da. So, was war das hier? Ah, da kommt mir der Onkel doch glatt entgegen. Mhm. Aus der Heilung, der Onkel? Er will seinen Job machen, merkst du es? Ja, nicht stehen bleiben, wo du bist. Nicht da stehen bleiben, nicht da stehen bleiben. Oh Gott. Da war so ein Granatwerfer, der hat mich auf dich drauf gezielt. Oha. Mama. Hui. Da ist der Generator. Sobald er gestartet ist, sollte er mehr als genug Energie für Caldarius Angriffspanzer bieten. Mehr als genug. Wir lassen so eine Ressource nicht einfach ohne guten Grund zurück. Ich schätze, wir finden den Grund bald heraus. Wir haben hier viele Geschütze. Sollen wir die anschalten? Nee. Keine Ahnung. Ich fürchte ja auch, dass gleich noch nicht so die Tür aufgeht, wie wir das erwarten. Glaube ich aber auch. Oh, ich brenne. Das war keine gute Idee. Was sind denn diese Dinger hier? Ach ja, in der Mitte. Das Ding. Du hast dein Ding in der Mitte? Hm, mhm. Geh mal zum Arzt. Warum, wo hast du es hängen? Wieso, von hängen? In der Mitte? So am Bauchnabel kommt, oder es was? Kommt, es kommt drauf an, von welchem Blickwinkel du siehst, ne? Okay. Du darfst nicht vergessen, mein Charakter ist ziemlich groß. Ich gucke also von oben auf dich herab. Ich mach mal an. Was passiert hier denn? Ich wette, dass irgendwas sich gerade gestört fühlt. Bereit machen! Siehste? Da hüpft schon irgendwas raus hier. Flammenteile sind das doch. Aha. Was ist das denn? Mausmännchen. Der Generator hat die Einheimischen geweckt. Und sie sind nicht nur feindlich, sondern auch extrem wütend. Das sind wieder die Eier. Au, 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 au. Oh, die können aber ganz schön Schaden machen. Auf jeden Fall sind das Flammeneier, das ist ein Kackel. Aua. Ja, die Eier sind nicht so schlimm wie die dicken Mopse hier. Ein guter Kampf. Die ich hier gerade umhaue. Ich hab hier Haufen Eier. Also, es tut mir leid, der dicken Mopse muss da alleine weg. Das ist ein richtig großer Dickbomb, der auf mich rumballert hier. Der Halter, der Heiler wird gehauen. Ey, warte mal, wir haben hier Verteidigerskern. Ach so. Oben irgendwie so eine Energieleiste. Oh, der haut auf meinen Turret da rum, den ich gebaut habe. Was ist der drauf? Au, au, au. Ja, wir haben zwei Energieleisten, ne? Warum? Ja. Au, irgendwer schießt auf mich. Ach, der da. Von oben. Fall tot um. Danke. Welle abgeschlossen. Irgendwo. Ach, das ist eine Welle. Welle startet in... Ach so, okay. Scheiße. Deswegen der Energieball. Du hast was verstanden. Willst du die Zuschauer an deinem Wissen teilhaben, wenn du mal was verstehst? Wir haben zwei Balken. Also haben wir die unsere Energiebalken für unsere Maschinen, den Generator hier. Und wir haben, jetzt kommt die Welle. Die Welle ist auch ein Balken. Die Welle ist auch ein Balken. Das ist eine schöne Erklärung, finde ich. Also wenn das die Zuschauer nicht verstehen, weiß ich es nicht. Die Welle ist auch ein Balken. Die Welle wird auch als Balken dargestellt. Also Hut ab, ich muss echt sagen, im Erklären bist du wahnsinnig gut. Das muss man doch verstehen, die Welle ist auch ein Balken. Ich glaube, ich höre auf, was zu erklären. Besser wäre das vielleicht. Aber einfach den Kommentar von Was heißt gemein? Ich habe also ganz ehrlich, hätte ich dir jetzt zugehört, was ich sowieso eigentlich prinzipiell nicht mache, wüsste ich jetzt immer noch nicht, was ganz du mir sagen genau wollen würdest. Was willst du mir denn erzählen? Es gibt zwei Balken und die Welle ist auch ein Balken. Ja. Ein Balken ist grün, das ist unser Balken, auf den wir achten müssen, wenn wir was beschützen müssen. Und das andere ist rot, der ist gleich weg. Das ist dann die Anzahl der Wellenmitglieder hier. Genau, da kommt noch mehr von ihnen. Geht nicht auf, es ist fast geschafft. Der Wellenmitglieder. So. Keine weiblichen dabei. Eine Heilung. Ich setze einen Pilz.
Will er mal Pilze? Will keiner haben, ne? Nur wenn er guten Stoff bietet. So. Sonst nicht. Sind auf jeden Fall keine weiblichen Gegner. Das sind alles Mitglieder. Bist du Mitglied oder bist du weiblich? Ey, mein Fingerschnipper haut die Gegner Meter zurück, lässt sie auf den Hosenboden sich setzen und selbst die ganz Großen kriegen richtig Schaden dadurch. So ein kleiner Fingerschnipper. Schnipp! Tot. Geil. Ich hab meinen Pilz weggemacht, toll. Scheiß Fingerschnipper. Ich brenne. Ich hab mir so einen Vulkan reingesetzt. Klasse Idee. Nein, nein, du hast die falsche Technik. Nein, heilig. Er ist so ein dicker, ein ganz dicker. Ich werde hier gerade wissen. Könnt ihr mal hier zur Basis kommen, bitte? Nein, ja, ich habe hier einen ganz dicken. Hier ist die Basis. Ich bin tot. Hier ist die Basis des Problems. Achso. Nein! Ich bin tot. Ich komme. Wie enttäuscht. Ich komme. Den großen hier. Ach, du Sau. Das ist aber schön hier. Das hat übrigens richtig schon Energie verloren nebenbei, weil da ganz viele Gegner noch sind. Dann kommt der Papa jetzt mal und hilft euch. Und ich bin tot. Ah, ging nicht. Ich hatte zu viele Gegner. Der Generator funktioniert tadellos. Und nun? Nun leiten wir die Energie um zu unserem neuen Freund. Die Grundlagensteuerung ist das nächste Ziel. Bewegung. Wenn Kaldarius gefunden wird, bevor er kampfbereit ist, hat er keine Chance. Ich kann vor den Großen immer rumhängen, ohne dass er merkt, dass ich im Weg stehe. Das ist so, weil meine Perspektive ist wirklich so groß. So geil. Ich stelle mich genau vor ihn, er merkt es nicht. Achtung, ich bin auch schneller als er, das ist so geil. Ich sehe dich nicht mehr, weil du so klein bist, so ein Wurm. So cool. Oh oh, die fliegenden Raumschiffe sind hoffentlich nicht für uns da, oder? Das ist bei uns. Ich? Ja. Onkel? Ich komme. Also. Ich? Nö. Du brauchst Heilung. Machst einen guten Job. Ich mach einen coolen Blowjob. Coolen Job, genau. Was ist das denn hier? Wo fliegt das hin? Da liegt ein Autoreifen rum. Warum auch immer. Brennender Autoreifen. Die Kristalle wollt ihr nicht mitnehmen? Wunderbar. Ich hab schon 1000. So ein 2-3 Gegner habe ich gefunden. Ich kann das alles nicht. Nein, du hast die falsche Technik. Wieso? Prinzipiell nicht? Ja, es ist unsere Monitore sind zu weit weg und die Schrift ist zu klein. Ach so. Okay. Das ist ein großes Problem. Ja, das machen die mittlerweile, diese kleinen Schriften, weil platzsparend halt, aber denken auch nicht an die armen Leute, die entweder kleine Monitore haben oder wie wir Let's Player sind und weiter weg von den Bildschirmen sitzen. Ja, ich dachte, ja klar, wenn das... Da ist das Anlagensteuerungsenergiewerk. Wenn alle Feinde ausgeschaltet sind, haben wir... Ach du Scheiße, ja, was ist das denn? Alter! Hilfe! Du ganz sicher nicht! Halt jetzt gesetzt. Oh, wie die jetzt auf mich zugerannt sind. Ich denke, Rendain hat ihn gefangen genommen, weil die Leute ihn als Held feiern. Deine Heilung? Achso, nee, dein Schild ist noch nicht voll, okay. Und für dieses scheußliche Verbrechen. Ach, Turrets, ich wundere mich, wer da auf mich geballert hat, jetzt weiß ich. Turrets, die man jetzt wieder reaktivieren kann für uns. Ja. Hurra. Da oben ist ein Dicker übrigens. Ein Dicker? Ja. Einer, zwei. Wenn er auf einer schießt. Komm ich rein? Nee. Schade. Kommt man denn irgendwie auf einen das ich. Dach? Einen habe ich. Komm, zeig dich. Bei manchmal ist ich weiß auch nicht, also ich... Ich habe ihn. Oh. Jo. Oh. Oh. Au. Wo bist au, du? Feuerfalle! Au! heiß! Au! Ich bin hier drinnen.
also hier dem... Ah, ach, du bist reingegangen. Ja, ich hab doch gewusst, da gibt's irgendwo eine bestimmte Tür oder so. Aber die müssen halt, ich komm wieder nicht mal die Treppe rauf, so ein kleiner... Das ist alles zu groß hier. Boah. Ja, mein Freund, jetzt bist du noch dran. Sehr cool. Helf dir mal ein bisschen, dann geht's schneller. So. Extra Leben für das Team. Yay! Hinter dir! Ja, ich halte dich gerade. Ey, kleiner Fingerschnips und der springt echt ziemlich weit zurück, geil. Er haut mich einfach. Wo ist denn hier einer? Da. Also wenn ich die Nahkampf mache, dann springen die auch weit weg. Ehrenloser Idiot. Also so fallen zurück so, wenn sie geschleudert. Aber dafür noch ein großer, noch ein großer, noch ein großer. So. Hast du das gesehen? Nee, hab ich nicht gesehen. Was war? Mach die nächsten zwei großen draußen schon mal platt, wo wir hin müssen. Fertig. Der macht den Nahkämpfer auch gerade. Ja. Und ich verdiene mir dafür ein paar Splitter. Ja, und eine Heilung. Hm. Da. Mein Schild ist weg. Warum eigentlich? So, lila. Ich bin wieder lila. Wir jetzt kommt bestimmt wieder. Wach, bis jetzt die kommt Wolken bestimmt wieder lila sind. Jetzt kommen bestimmt wieder Wellen. Leite Energie jo. Zum Technikkern um. Nein. Nichts. Was nun? Energieumleitung gescheitert. Systemneustart benötigt. Bitte warten. Uns bleibt wohl keine Wahl. Ladedaten, bitte warten. Bereit machen. Hylis Truppen rücken zu eurer Position vor. Wo kommt das Gesocks jetzt her? So, ich hab mal hier die ganzen Tourettes, mach ich gerade mal an hier. Tourette? Du hast Tourette. Das Tourette-Syndrom oder was? Tourette, Entschuldigung, meine Herren. Ich hab das Tourette-Syndrom, ja. Scheiße, was? Scheiße, bist du Kackarsch? Bist du Kackarsch? Kundschaft, ihr habt sie. Hui. Wenn du sie hast, brauch ich dir ja nicht helfen, richtig? Doch. Oh, man kann hier wieder raus. Ach, was? Man hätte hier reingehen können. Wie geil ist das denn? Und das Ding wird behakt gerade. Dein Ding, das magst du doch sonst, wenn man dein Ding behakt. Die Basis wird bekämpft. Ach macht so. Ja nicht hier, ne? Was weg. So schon, alles gut. Was willst du denn? Mein Typ hat da kein Schild, ne? Das ist schon mal die Scheiße. Hat der Nahkämpfer eigentlich ein Schild? Ja, ne? Schild, nö. Doch klar, ist ein Schild. Nein. Du hast kein Schild? Nein. Mein Typ hat kein Schild. Krass, okay. Oder? Und schräg, oder? Wieso ist er genau auf mir gelandet? Was soll das? Weil er gleich tot ist, aber das macht ja nichts. Ja, hinter dir gibt's ganz viele, die hauen gerade auf die Basis ein. Die meisten hauen auf mich ein. Ja, die hauen auf mich, ich glaube das. Ich komme! Brauchst du nicht, ist nicht so wild hier. Oh, da ist ein Dicker. Der ist ein bisschen dicker. Pilz liegt. Abklingzeit, Kreuzklinge, Kreuzklinge. Linke Seite. Linke Seite. Ja, sind schon weg. Kommt gleich wieder eine Welle. Das ist die perfekte Welle. Komm schon. Da. Da ist wo? Überall. Da ist rechts. Da, die Tür ist weg. Die Tür ist? Da kommt noch keiner. Also die Leute, die aus der Tür kamen, sind weg. Nicht die Tür ist weg, natürlich. Mein Pilz ist der Schrumpel. Du machst alles kaputt. Basis ist angegriffen. Was denn? Ist doch keiner da. Ist nicht einer durchgekommen hier. Oh, die kommt durchs Haupttor. Alter, jetzt spring doch mal. Jetzt habe ich mich so festgebackt, ich bin runtergesprungen, waren sie schon tot. Oh, ich habe von oben geschossen, es tut mir leid. Und das Turret ist ja auch noch hier, das Tourette. Ja, das wird mir jetzt vorgehalten. Was?
Hä? Das kann doch nicht sein. Dein Leben lang. Ha. So, er haut doch nur auf mich statt auf den Tourette hier. Na, warte noch, schwind auch noch was. Gegner? Ich hätte gern Gegner. Warum hättest du denn gerne Gegner? Ich fühle mich so nutzlos da. Ja, das ist, genau. Mit Turm. Ja, oh. Der Turm ist schon weg. Der platzt ja schon. Der will was von mir. Der hintere Turm ist weg und den auf der anderen Seite mache ich jetzt auch mal eben platt. Was ist das für ein guter Attack, wenn der schießt? Eieiei, jetzt ist der Turm weg. Der Turm ist auch wunderbar, der Turm ist auch weg. Oh, da drüben ist noch einer. Das ist ja grässlich. Alter, mein Fingerschnipsen ist echt böse. Aber wie sich das anhört. Ja, also ganz ehrlich, ich meine, gut, der ist so riese und das sieht aber so albern aus, diese Bewegung. Aber die haut die richtig weit weg oder tötet die, je nachdem. Ich kann in die Finger schnipsen und ich werde es benutzen. Bumm, und tot ist er. Sehr geil. Das wäre ein Türmchen, der ist auch weg, wunderbar. Ich habe einen Halbpilz hingestellt. Da steht es auch mit drin, das ist gut. Halbpilz. Guten Tag. So, bin wieder weg. Der ist weg. Der neben dir ist nicht weg. Wo ist denn einer? Ich bin so groß, ich sehe ihn nicht mal. Bonk, hier, geschnipst und er steht 2 Meter weg von mir. Und ist tot. Der hat auf meinen Pilz gehauen. Mein Pilz kaputt, na toll. Was ist das denn für einer da? Das ist aber richtig groß, der Typ, oder? Ah, guck mal. Der so groß sein? Die sind gleich groß tot. Die sind Punker. Ich bin erhaben. Ja, Metzel weg. Ich bin erhaben, hat mein Charakter gerade gesagt. Nee, das war ich. Oh. Ach, du warst das? Ja. Auch erhaben. Wir sind alle erhaben. Na, kommt da was? Nein. Das dreht sich so komisch. Bums. Ich messe stabile Wahnsinn. Energiewerte vom Technikkern. Kaldarius, wie sieht es aus? Lade auf. Dummerweise hat Hylis mich bereits gefunden. Ganz genau. Das Schaut war's, Kaldi. Ich werde rennen. Und wenn ich dich zurück in deine Zelle werfe, kommst du nie wieder raus. Ihr solltet euch beeilen. So, wir sind jetzt hier eigentlich so eine Stelle. Wir machen mal einen Break, oder? Ja. Jo. So, ja, danke fürs Zuschauen. Das war Borderlands. Oh Gott, es hat gewisse Ähnlichkeiten, aber es ist auch nichts Neues, dass du dir wirklich nicht merken kannst, welches Spiel du spielst. Battleborn heißt das Game, genau. Und wir spielen nicht allein. Wir haben nicht allein gespielt. Das war hier der Zweikampfsofa und der Onkel vom Gamers Check. Genau. Dankeschön. Ja. Tschüssi. Was denn? Was ist denn los? Ich weiß nicht, welches Game, wie wir heißen, warum wir hier sind, welches Spiel wir spielen. Ich habe den Namen vergessen. Traurig. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.